When I left, it wasn't sunny. Where did I leave my sunglasses? At home. My goodness. We are Sage IT. It's actually one of the companies you should know if you're in the IT cloud environment. And I give the speech about digital transformation, which is interesting because I used to work with this tool and now we talk about business transformation. And I prepared a talk this morning, very early on. Alter. Risky? Okay, the keynote is actually not in the cloud because it's on Keynote, the tool. Hallo, ich habe Frau Lorenz angerufen. Hallo. Was soll man das? Hallo Frau Lorenz. Moin. Achso, das ist Marcel Petzold. Wir sind lineare Denker in einer exponentiellen Welt. Und das Interessante an diesen Kurven ist, wie wir damit umgehen als Menschen. Wo die eine Kurve die andere Kurve trifft, das ist der Magic Moment. Ja, der Moment, wenn als Steve Jobs damals auf die Bühne kam und sagte, there is one more thing. Leute im Raum saßen und sagten, wow. Das Problem ist nur, viele Unternehmen landen in diesem Oh-Shit-Bereich, weil die linear weitermachen. Und dieser Oh-Shit-Bereich und der Magic Moment, die sind sehr nah beieinander. Denn wir haben einen Bereich da unten, bevor dieser Magic Moment eintritt. Und den habe ich die deutsche Kurve getauft. Denn das ist der Bereich, wo wir sagen, naja, also das mit der Cloud, ich weiß nicht, also ob das funktioniert, ob sich das durchsetzt. Auch so mit Internet, schwierig. Das ist der problematischste Bereich in diesem Bereich Digitalisierung und der Grund, warum keiner wirklich einen Plan hat. Wir tendieren dazu, linear weiterzudenken. Mal ein anderes Beispiel rausgegriffen, was jetzt nicht digital ist, ist Workspace, also der Arbeitsraum, ist genauso nur ein Kommunikationstool. Das, was wir hier haben, ist ein synchrones Kommunikationstool. Eine Rundbühne funktioniert anders als eine Frontalbühne. Ein offener Workspace funktioniert anders als ein geschlossener. Ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber Steve Jobs war bekannt dafür, dass er die Toiletten immer in einer Ecke der Büros haben wollte, egal wie groß das Büro war. Damit die Leute irgendwann aufstehen und geht dann zur Toilette und dann stolpern die Leute übereinander und treffen sich und das nennt man ungeplante Kollaboration. Und durch ungeplante Kollaboration entstehen Dinge wie zum Beispiel Post-it-Notes. Also Post-it-Notes sind durch ungeplante Kollaboration entstanden. Zwei Menschen bei 3M haben sich getroffen, der eine, der einen Kleber entwickeln wollte, der leider nicht geklebt hat und der andere, der was für seine Gesangbücher brauchte. Also, das sind alles nur Kommunikationstools. Und wenn ich das verstanden habe, dann hat das eine ganz andere Wirkung in den Unternehmen. Ich löse mich auf einmal aus dieser reinen IT- und Tool-Denke raus und ich gestalte aktiv das Tool.